Claudia, du hast das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, eine BDK, das wissen wir, eine BDK ist vieles. Da sind GO-Anträge, da sind Abschiede, da sind Neubeginne, da sind politische Debatten, da sind Satzungsänderungsentscheidungen, da sind Richtungsentscheidungen. Der heutige Tag aber muss mehr. Er muss vor allem eines sein, Erinnerung. Am 27. Januar 1945, heute vor 73 Jahren, stieß die Rote Armee ein Tor auf. Es war der Eingang zum monströsesten Ort in einem ohnehin monströsen System. Die Pforte zu einer Hölle namens Auschwitz. Diesmal würde das Tor nicht wieder verschlossen werden. Es blieb geöffnet. Es ermöglichte den wenigen Überlebenden den Weg hinaus zurück in die Menschlichkeit und wies unserem Land, unserer Gesellschaft, uns allen den schwierigen, aber nötigen Pfad zur Aufarbeitung und Versöhnung. Es war in diesem Moment, da zwei Worte ihren Ursprung nahmen: nie wieder. Dieses nie wieder. Dieses nie wieder aber setzt voraus, dass wir uns erinnern, immer und immer wieder. Nicht etwa der alleinigen Rückschau halber, sondern wie Silvia gesagt hat, als Erinnern in die Gegenwart, als Erinnern in die Zukunft. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, ist heute wichtiger denn je. Das Selbstverständliche ist nämlich nicht mehr selbstverständlich in diesem Land, wenn Jude wieder Schimpfwort auf den Schulhöfen ist, wenn über 20% der 18- bis 30-Jährigen den Begriff Auschwitz nicht zuordnen können. Es erscheint mir wichtiger denn je, wenn erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg im Deutschen Bundestag in der Herzkammer unserer lebendigen, unserer starken Demokratie wieder Abgeordnete das Wort ergreifen, die einen Schlussstrich ziehen wollen, wo es keinen Schlussstrich geben kann. Wichtiger denn je, wenn es Abgeordnete gibt, die den zentralen Ort des Gedenkens, nicht aber des Geschehens, als Schande bezeichnen. Eine Partei, die wieder bestimmen will, wer dazugehört und wer nicht in ihren Club, in ihre ausgrenzende Vorstellung eines grauen, eines deutschen Volkes, statt einer vielfältigen, bunten Bevölkerung, statt einem diesem starken Wir alle. Und das unser Land doch längst geprägt und reich gemacht hat. Dieser offene Angriff auf unsere Erinnerungskultur, dieser Versuch einer Geschichtsklitterung, einer Relativierung der Nazi-Verbrechen muss für uns Grüne, muss für alle Demokratinnen und Demokraten dreierlei bedeuten: Gesicht zeigen, lauten Widerspruch, Widerstand und Verantwortung. Und mehr denn je. Mehr denn je tragen wir alle die Verantwortung dafür, das kollektive Gedächtnis ständig und kontinuierlich zu erneuern und uns all jenen, die das Vergessen einfordern, mit aller Kraft entgegenzustellen. Und ich sage, wir müssen uns auch entgegenstellen einem Alexander Dobrindt, der von einer konservativen Revolution daherredet.
der konservativen Revolution, die eine Bewegung war in der Weimarer Republik, die zum Wegbereiter der Ideologie des Nationalsozialismus wurde. Gesicht zeigen, Widerspruch, Widerstand, Verantwortung. Dabei sind wir nicht alleine, auch heute nicht hier in Hannover. Hier sitzt nämlich Hanni Levy, eine unendlich beeindruckende Dame, fast 94 Jahre jung, aufrecht und zugewandt, humorvoll und nahbar, die allein durch ihre dramatische Lebensgeschichte etwas beweist, das wir ebenso wenig vergessen sollten. Dass nämlich selbst in den dunkelsten Stunden es Menschen gab, die Haltung bewiesen haben, tiefen Humanismus und echten Mut. Selbst in den dunkelsten Stunden gab es Widerstand, meist verborgen im Kleinen und Alltäglichen, aber eben doch Widerstand. Und auch der ist Teil unserer Geschichte, ist Vermächtnis und Verpflichtung zugleich. Widerstand ist möglich. Hanni Levy wurde 1924 geboren als Hanni Weißenberg in Berlin, wuchs behütet auf in Tempelhof und später in Kreuzberg. Ihren Vater verlor sie früh, er starb 1940 an den Folgen seiner Zwangsarbeit. Ihre Mutter starb nur 2 Jahre später, weil sie ganz mangelhaft nur ärztliche Versorgung bekommen hat. Ihre Großmutter starb im selben Jahr, sie wurde nach Theresienstadt deportiert und dort ermordet. Und so war die Hanni Weißenberg auf sich allein gestellt, als Jüdin in einer Stadt, die sich bald schon rühmen würde, judenfrei zu sein. Und eine junge Frau, die kurz nach ihrem 18. Geburtstag nur wenige Sekunden Zeit haben würde, die vielleicht weitreichendste Entscheidung ihres Lebens zu treffen. Plötzlich standen sie nämlich da, die sogenannten Abholer der Gestapo, im Hausflur, hämmerten gegen ihre Wohnungstür und Hanni Weißenberg entschloss sich, mit nicht mehr als mit ihrem Mantel und einer Handtasche über den Dachboden zu fliehen, ihr bisheriges Leben hinter sich zu lassen und unterzutauchen. Bei einem Friseurberuf wurde wenig später aus dem jüdischen Mädchen Hanni Weißenberg die blonde Hannelore Winkler, die fortan wie 7000 andere sogenannte Unsichtbare mitten in Berlin ein vermeintlich normales Leben führen musste, mit der ständigen Angst im Herzen entdeckt zu werden. Und viele wurden entdeckt. Nur 1700 Menschen von ihnen überlebten. Hanni Weißenberg, später Hannelore Winkler, heute Hanni Levy ist eine davon. Sie hat überlebt dank der bedingungslosen Hilfe von Menschen wie Elfriede Most, Grete Most, Viktoria Kolzer, die sie aufnahmen und schützten. Alle drei Frauen wurden in der Zwischenzeit auf Initiative von Hanni Levy in Yad Vashem in die Liste der Gerechten unter den Völkern aufgenommen. Eine wunderschöne Geste, die eine wunderschöne Geste, die nicht nur die Menschlichkeit und den Mut eben dieser Frauen würdigt, sondern auch die Größe dieser kleinen und so großen Frau namens Hanni Levy zeigt. Frau Levy, es war für mich ein riesengroßes Geschenk, Sie im vergangenen November bei der Besprechung Ihres wirklich großartigen, sehenswerten Films »Die Unsichtbaren« kennengelernt zu haben. Und ich danke Ihnen, wir danken Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie den weiten Weg von Paris über Brüssel nach Hannover auf sich genommen haben, um heute zu uns zu sprechen. Wir werden alle Ihre Worte mitnehmen, Frau Levy. Wir werden sie aus Hannover in jeden Winkel dieser Republik tragen und das mit diesen Worten tun, was wir doch ohnehin als unsere grüne Aufgabe verstehen. Nicht vergessen, denn vergessen tötet. Liebe Freundinnen und Freunde, bitte begrüßt mit offenen Armen und offenen Herzen Hanni Levy.
Guten Morgen, werte Damen und Herren. Ich bin Frau Claudia Roth sehr dankbar, dass sie mich eingeladen hat, um bei Ihnen sprechen zu können. Und ich stehe hier eigentlich als Beispiel, dass die Deutschen nicht alle Mörder waren. Und ich möchte diese Gelegenheit benutzen, um an das Erinnern zu erinnern. Erinnerung kann nur lebendig bleiben, wenn man sie weitergeben kann. Und in unserer heutigen hastigen und zu hastigen Zeit, wo die Erfahrungen und die Ideen und die, wie soll ich sagen, und die Ereignisse sich überschlagen, hat man wenig Zeit fürs Erinnern. Aber man sollte es doch tun, denn in unserer heutigen Zeit, ich muss mit Betroffenheit feststellen, dass die alten Mittel wieder gebraucht werden. Es gibt wieder Menschen, die Schlagzeilen geben, indem sie den anderen die Schuld geben an allem, was passiert. Und in diesem Falle ist es wohl das Flüchtlingsproblem. Und früher hat man gesagt, die Juden sind an allem schuld. Ja, heute sind es die Flüchtlinge. Und dabei darf man nicht vergessen, dass das Menschen sind. Menschen, die Menschen, die alles im Stich gelassen haben, um sich, ihr Leben und das Leben ihrer Kinder zu retten. Und außerdem sind es noch Oriental. Und ich glaube, es ist ein gewisses Unverständnis zwischen beiden Parteien über ihre Lebensweise. Aber man muss darüber hinweggehen, denn man darf nicht wieder die alten Schlagzeilen in ein neues Licht setzen und man wieder Ohren findet, die dem zuhören und das fest und finden, dass das richtig ist. Man sollte nie vergessen, wie schwer es für Menschen ist, alles zurückzulassen, um zu leben. Hier im Saal ist ein Herr, der einen wundervollen Film geschaffen hat. Ich erlaube mir, darüber zu sprechen. Der Film heißt Die Unsichtbaren. Das heißt, er erzählt das Schicksal von Juden, Jüngeren und Älteren, aber vor allen Dingen Jungen, die versucht haben zu überleben, die nicht mitgehen wollten, wie man sagte. Und dabei ist mir jetzt die Gelegenheit gegeben, öffentlich unseren Rettern, diesen Menschen, die alles aufgegeben haben, um uns zu helfen und zu retten und ohne die wir nicht hier wären. Und für mich sind das die wirklichen Helden, denn es ist, man kann sich das nicht denken, wenn Sie einen fremden Menschen täglich vor sich haben, an Ihrem Tisch, Sie müssen ihm zu essen geben, Sie müssen etwas zurücksetzen und zum Beispiel bei Luftschutzangriffen und so weiter können Sie nicht einfach in den Keller gehen, Sie müssen woanders hingehen, damit dieser Mensch nicht auffällt.
Und diese Leute, Menschen haben, haben viel Opfer gegeben, um mich zu retten. Und ich möchte das immer wieder betonen, dass sie die richtigen Helden waren. Da wir durch den Film Die Unsichtbaren sichtbar geworden sind, kann ich auch etwas über die Art und Weise, in der ich persönlich aufgenommen worden bin, wie ein Kind in einer Familie. Und das ist in dieser Zeit, ich war alleine, das ist in dieser Zeit sehr wichtig gewesen. Leider, unser altes Europa wird leider vergehen. Aber es ist gut, ich habe ein volles Vertrauen zu der Jugend, die überall herumfährt, viele Beziehungen hat, viel Arbeit mit anderen Menschen und verschiedenen Mentalitäten zu tun hat, dass sie es wirklich fertig bekommen, ein friedliches, vereintes und vielfältiges Europa zu schaffen und dass es besser wird wie das heutige. Ich danke Ihnen allen, dass Sie viel dazu tun, dass das Wirklichkeit wird. Das war also Hanni Levy, die heute am Internationalen Holocaust-Gedenktag, 78 Jahre nach der Befreiung des NS-Vernichtungslagers in Auschwitz, nach der Befreiung durch die Rote Armee, diese Gastrede hielt auf dem Bundesdelegiertenkongress von Bündnis 90 Die Grüne, eine äußerst vitale, eine engagierte 93-jährige Dame, die hier bei den Grünen ausgesprochen freundlich, fast schon enthusiastisch beklatscht wird. Die Partei bedankt sich damit für den Auftritt von Hanni Levy. Wir haben ja zuvor Claudia Roth gehört mit ihrer Biografie. Ein erster emotionaler Höhepunkt auf diesem Bundesparteitag ist